Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, weitere 7 Tage sind rum. Es gibt wieder Neuigkeiten zu berichten bezüglich meinem Verbrauch bzw. dem Ertrag im Dezember. Jetzt die 3. Woche im Dezember. Ja, und ihr habt es ja im letzten Video schon gesehen. Ein Tag war Bombe, also mehr war einfach nicht gegangen. Ja. Und da hat man wieder schön gesehen, was so die Vorzüge von einer Fassadenanlage bzw. in dem Fall jetzt 75 Grad Aufständerung sind. Gerade im Winter, wenn halt draußen Schnee liegt, ja, dann geht halt auf irgendwelche Ost-West-Anlagen bzw. Südanlagen so ziemlich genau gar nichts. Das sehen wir jetzt dann aber kleine Daten noch genauer. Und ja, es ist doch interessant, was gehen würde. So, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Also, der Ertrag insgesamt, ich blende es wieder hier ein, wie immer. Diesmal sind gegangen wahnsinnige 28 Kilowattstunden und bei einem Gesamtverbrauch von 113 Kilowattstunden. Ja, da sieht man schon sehr deutlich, dass das jetzt nicht unbedingt viel ist. Ja. Okay, was machen wir mit 28 Kilowattstunden in 7 Tagen? Ja, eigentlich gar nichts. Also es reicht nicht mal für einen Hausverbrauch. Wärmepumpe anteilsmäßig, das kann man sich jetzt schön rechnen. Aber ja, praktisch muss man halt einfach das nüchtern betrachten und sagen, okay, es wäre nicht möglich, damit irgendwas zu unterstützen. Das muss man einfach fairerweise so sagen. So, also Ertrag. Die 20-Grad-Anlage hat gebracht 5,4 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Die 40-Grad-Anlage 5,98. Die 75-Grad-Anlage 8,09. Und jetzt kommt der absolute Knaller, die Ost-West-Anlage 0,013 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Der hat in diesen 7 Tagen einen Ertrag gebracht von 0,12 Kilowattstunden. Das ist auch der Grund, warum insgesamt nur 28 Kilowattstunden sind. Weil selbst wenn ich jetzt lächerliche 2 Kilowattstunden pro KWP hätte, dann wären es halt irgendwo so 18 Kilowattstunden obendrauf. Aber ja, ist halt eingeschneit und wenn Schnee drauf, keine Leistung. Es ist halt einfach mal so. Jo, jetzt ist halt noch interessant, was gehen würde. Ja, das kann man dann relativ einfach ausrechnen. Ich blende es mir dann da wieder drunter ein. Insgesamt hat die Anlage ja 13,6 kWp ungefähr. Und wenn diese 13,6 kWp aufgeständert wären auf 75 Grad, ja, dann hätten wir das an Leistung. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen eine andere Hausnummer. Aber haben wir nicht. Ja, wir haben halt ein Ost-West-Dach, das kann man halt nicht ändern. Das ist halt immer das Problem, gell? Ist halt so, wie es ist. Dementsprechend muss man auch mit dem zufrieden sein. So, dann noch die Solarthermieanlage. Es stand in den Kommentaren drin, dass jetzt auch manche wissen wollen. Habe jetzt nochmal geschaut, an einem Tag hat die fast 30 Kilowattstunden gebracht. Ja. Allerdings muss man halt wieder den Frostschutz abziehen. Das ist halt einfach so, wenn es draußen ja, teilweise jetzt minus 10 Grad gehabt hat, dann geht halt einiges auch für den Frostschutz drauf. Und in den 7 Tagen war jetzt effektiv ein Tag, an dem die Anlage richtig gelaufen ist. Der Rest war einfach nur Frostschutz. Heißt, unterm Strich 16 Kilowattstunden Ertrag. Ja, kann man jetzt eigentlich vergessen. Ja, da wäre es dann schon interessant, für so ein Wetter oder für so einen Zustand draußen, sage ich jetzt mal, wäre es vielleicht schon interessanter, wenn man da Photovoltaik hätte in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Allerdings muss man halt auch sagen, okay, wenn ich halt Photovoltaik mache, ja, brauche ich halt eine Wärmepumpe, weil rein elektrisch heizen geht halt auch nicht. Ja. Darf man halt auch nicht vergessen. So, des Weiteren hat der Pelletkessel in den 7 Tagen 166 Kilogramm Pellets durchgejagt. Ja. Wenn man das jetzt runterrechnen würde, wieder vergleichbar auf eine Wärmepumpe. Ja, das mache jetzt ich immer, hauptsächlich erstmal für mich, ja, weil ich ja vorhabe, eine Wärmepumpe einzubauen. Ja, muss man schauen, wie es so weitergeht. Geben wir jetzt von der Arbeitszahl 4 aus, inklusive Verluste vom Kessel und so weiter, kommt man irgendwo auf 25,7 Kilowattstunden Strom am Tag, die ich noch dazu bräuchte. Ja. Und das ist schon ziemlich heftig. Ja. Wenn ich insgesamt in 7 Tagen 28 Kilowattstunden Ertrag habe, 113 jetzt schon brauche und dann insgesamt nochmal drauf 180 Kilowattstunden bräuchte, ja, da kann man nicht wirklich davor sprechen, dass man mit Photovoltaik heizen kann. Aber gut, in der Übergangszeit ist es wieder anders und gerade bei alten Häusern, denke ich, ist es auch ein gewisser Teil, den man dazu beitragen kann.
Bei gut gedämmten Häusern ist der Unterschied nicht ganz so groß, weil halt die Heizgrenze deutlich weiter unten ist. Also da heizt man nicht bei, was weiß ich, 18 Grad schon, da heizt man irgendwo erst bei 10 Grad oder teilweise noch drunter, weil das Haus sich selbst gut heizen kann, beziehungsweise die Wärme, die im Haus jetzt schon drin ist, in Form von Kühlschrank und Computer und was weiß ich, alles, was Wärme produziert, Backofen und so weiter, es heizt ja auch alles mit. Ja, und ein gut gedämmtes Haus heizt sich halt einen gewissen Teil selber. Und dementsprechend ist die Heizgrenze relativ weiter unten als beim Altbau. Was im Umkehrschluss halt wieder heißt, wenn ich jetzt einen Altbau habe mit Fußbodenheizung bzw. großen Heizkörpern, dann ist automatisch die Arbeitszahl von der Wärmepumpe wahrscheinlich sogar einen Ticken besser noch als in einem Neubau. Ja, weil im Neubau, wenn ich jetzt eine Fußbodenheizung habe, die relativ weit verlegt ist, ja, dann ist der Unterschied von der Vorlauftemperatur nicht ganz so groß. Und wenn ich das vernünftig baue, also ich gehe jetzt vom gleichen aus, also Fußbodenheizung Altbau, Fußbodenheizung Neubau, dann läuft im Neubau einfach die Wärmepumpe im Sommer bzw. in der Übergangszeit nicht so häufig, ja, für die Heizung, für eine Übergangszeit. Dementsprechend hat man halt die Tage, wo die Wärmepumpe gute Arbeitszahlen hätte, hat man halt gar nicht oder braucht man gar nicht, weil man in den Tagen gar nicht heizen muss. Aber gut, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Also habt ihr wieder gesehen, Dezember ist einfach mau. Das ist einfach saure Gurkenzeit, für sie, wie sie immer kostet. Und schauen wir mal, wie es dann in einer Woche wieder ausschaut. Und ja, hoffen wir, dass soll es wieder milder werden, deutlich milder. Meine Ost-West-Anlage ist wieder abgetaut. Das ist jetzt mal das Positive. Ja, und mal blöd für Kinder, die haben sich echt gefreut auf dem Schnee. Aber Schnee bei uns wieder komplett weg. Das heißt, bei den nächsten Daten, die ich euch liefern kann, ist dann die Ost-West-Anlage wahrscheinlich wieder gut beteiligt. Und dann gibt es hoffentlich wieder ein bisschen mehr Ertrag zu berichten beim nächsten Mal. Macht es gut! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.